Die NATO wächst. Finnland ist nun offiziell Mitglied der Allianz. Mit dem Beitritt wird auch die NATO-Außengrenze Richtung Russland deutlich länger. Die Aufnahme Finnlands ist wohl eine der weitreichendsten Folgen des russischen Einmarsches in die Ukraine. Finnland mit seinen rund 5,5 Millionen Einwohnern legte jahrzehntelang großen Wert auf militärische Bündnisfreiheit. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht das nordische Land nun in Sicherheit. Pünktlich um 3.35 Uhr Ortszeit ist es soweit. Vor dem Hauptquartier der NATO wird eine weiße Flagge mit blauem Kreuz gehisst. Finnland ist jetzt Mitglied Nummer 31. Damit enden auch 8 Jahrzehnte der Neutralität. Das ist ein historischer Tag. Wir begrüßen Finnland als das neueste Mitglied unserer Allianz. Wenn Menschen in einer sicheren und stabilen Umgebung leben können, ist das die Grundlage für ein glückliches Leben. Und wie Sie ja alle sicher wissen, sind die Finnen ein äußerst glückliches Volk. Tatsächlich befürworten die weitaus meisten Finnen den NATO-Beitritt. Seit dem russischen Angriffskrieg sind fast 2/3 der Bevölkerung dafür. Davor waren es nie mehr als 30%. Wir haben uns lange Zeit auf unsere Unabhängigkeit und unsere Neutralität verlassen, aber jetzt sehen wir, dass das nicht ausreicht. Wir müssen uns neue Optionen erarbeiten. Wenn wir allein wären, hätten wir keine Chance in dieser Situation. Als NATO-Mitglied wird das Leben für uns in Finnland viel sicherer sein. Denn wir haben eine sehr lange Grenze mit Russland und haben nie darauf vertrauen können, dass diese Grenze wirklich sicher und in gutem Zustand ist. Mit der Norderweiterung verlängert sich die Grenze der NATO zu Russland um 1340 Kilometer. Zumindest Teile davon sollen künftig mit einem Zaun gesichert werden. Finnland hat mehr als 1 Million aktive Soldaten und Reservisten, sehr viel Artillerie und jede Menge schweres Gerät. Der Kreml muss sein Augenmerk also verstärkt in den Norden richten. Die Erweiterung der NATO beeinträchtigt die Sicherheit und die nationalen Interessen der Russischen Föderation. Wir haben das immer gesagt und tun das nach wie vor. Und natürlich zwingt uns das zu Gegenmaßnahmen, um unsere Sicherheit zu stärken. In taktischer wie auch in strategischer Hinsicht. Was das für Maßnahmen sein sollen, sagt der Kreml nicht, aber für die NATO-Führungsmacht USA ist klar, die Norderweiterung gefällt Russland gar nicht. Ich bin versucht zu sagen, dass das Einzige ist, wofür wir Putin danken können, denn er muss sich wieder einmal mit etwas abfinden, was er unbedingt verhindern wollte. Jetzt warten alle auf das 32. Mitglied und auf Recep Tayyip Erdogan. Von der Entscheidung des türkischen Präsidenten hängt ab, wann auch Schweden der NATO beitreten kann. Und in Brüssel erreichen wir Bernd Riegert. Ja, was bedeutet der NATO-Beitritt Finnlands ganz konkret für die Allianz? Ja, die NATO hat Handlungsfähigkeit bewiesen heute an ihrem 74. Geburtstag. Trotz der wachsenden Bedrohung aus Russland und trotz des Krieges Russlands gegen die Ukraine. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat gesagt, gerade in diesen Zeiten braucht man starke Freunde und Alliierte. Und Finnland bekommt das natürlich, aber Finnland wird auch ein starker Alliierter der NATO sein, sagte Stoltenberg. Also zum beiderseitigen Vorteil soll diese neue Allianz sein. Und auch Schweden, das andere Land, das ja einen Beitritt beantragt hat, soll demnächst möglichst bald beitreten, um die Nordflanke sozusagen komplett zu machen. Wir haben schon ein Stück weit gehört, aber was bringt Finnland konkret mit in die NATO ein? Ja, Finnland hat, obwohl es neutral war, nie wehrlos dagestanden. Die Finnen haben eine relativ große Armee, 280.000 Soldatinnen und Soldaten im Verteidigungsfall bei einer Bevölkerung von 5 Millionen. Die Finnen haben nie aufgehört, Geld auszugeben, anders als zum Beispiel die Deutschen mit ihrer Bundeswehr, Geld auszugeben für ihre Armee. Die ist relativ gut ausgerüstet, 60 moderne Kampfflugzeuge, moderne Leopard-Kampfpanzer und gerade wurde die finnische Luftwaffe noch einmal modernisiert. Also die Finnen stehen da sehr gut da, haben immer mehr als 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgegeben.
und wären auch in der Lage, ihre lange Landgrenze gegen Russland zu verteidigen erst einmal. Andererseits bekommen die Finnen natürlich jetzt auch den nuklearen Schutzschirm. Das heißt, die Beistandsverpflichtung der NATO gilt jetzt auch für dieses Land. Und die USA und andere würden Finnland im Falle eines Falles eben mit verteidigen. Mhm. Finnland war, wir haben es gehört, jahrzehntelang neutral. Was heißt denn diese NATO-Mitgliedschaft jetzt für den Kreml in Moskau? Welche Reaktionen sind da auch zu erwarten? Ja, wir haben auf dem Kreml aus Moskau ja schon gehört, sehr vage Andeutungen, dass Russland Gegenmaßnahmen ergreifen wird. Für Russland ist das natürlich eine lange Flanke, die da entsteht. Es kann sein, dass Russland vielleicht Truppen in diese Region verlegen wird. Allerdings muss man auch sagen, das sind eigentlich nur unbewohnte Wälder und Seengebiete. Da ist jetzt nicht so viel militärisch eigentlich zu holen. Aber das heißt natürlich auch, dass Finnland jetzt mitmacht in den NATO-Strukturen und auch vielleicht NATO-Einrichtungen nach Finnland verlegt werden, vielleicht Marineeinheiten oder Luftwaffeneinheiten. Das wird man sehen, das ist bisher noch nicht entschieden. Also die Russen werden da einiges zu tun bekommen an ihrer Nordwestflanke. Vielen Dank für all diese Informationen und auch für Ihre Einschätzung. Das war Bernd Riegert in Brüssel.